Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Ja, irgendwie passt das ja auch immer, denn es ist genau Mittwoch und ich habe ja vor zwei Wochen Mittwoch mein Rathaus auf Level 11 angestartet und ihr seht das hier, ich habe endlich alle Lager fertig. Ich habe alle Goldlager fertig, 10 Millionen gehen hier jetzt in die Clanburg rein und wir wollen diese 10 Millionen natürlich auch ausgeben, gar keine Frage, aber ich will natürlich erstmal ein bisschen was einsammeln, denn ich habe ja Ziele. Also ich hoffe, diese Farmfolgen oder diese Upgrade-Folgen nerven euch nicht irgendwie, aber vielleicht hilft es den einen oder anderen ja doch beim Start auf RH10, RH11, RH9, je nachdem was es ist. Und wir haben zwar jetzt 10 Millionen hier drin, aber wir haben auch eine richtige Masse hier drin. Und der Bauarbeiter soll uns ja erstmal nicht flöten gehen. Und wir haben hier 2,4 Mille drin, das heißt, wir können hier erstmal, ja jetzt kriegt er wahrscheinlich einen Schock, Toto macht Mauern. Eieiei, Toto macht die Mauern hier. Als erstes auf... Oh, die kosten ja alle 2 Mille. Okay. Die 2 Mille sind aber drin, denke ich mal. Und zwar einmal hier und einmal... Ah, jetzt muss ich hier schon ein bisschen leeren. Dann haben wir nämlich wieder zwei... Ja, haben wir wieder die 10 Mille. Und wir haben auch 8 Millionen im Pott hier vom Elex oder vom Elixier. Da gehen ja die nächsten Lager in den nächsten Tagen hoch. Ihr seht das hier, ein Tag 14 Stunden, ein Tag 23 Stunden, drei Tage 2 Stunden und ich kann mir auch hier noch eine Mauer erlauben oder vielleicht sogar zwei Mauern erlauben, denn das hat den einfachen Hintergrund, meine erste Elex-Gruppe, die überhaupt hochgeht, die kostet gar nicht 10 Millionen, die kostet vielleicht 8, der Miner, oder sie kostet vielleicht 9,5, das habe ich ja dann mit den drei Lagern. Also können wir hier locker, ah, ich denke mal, wir können sogar drei Mauern mit dem Elixier hier machen, bevor wir den Bauarbeiter auf seine nächste Reise schicken. Also das sieht hier, glaube ich mal, jetzt muss ich mal überlegen, das sieht ganz gut aus. Wir machen die hier ruhig noch und haben jetzt noch so ein bisschen was an Gold in der Clanburg, das ist in Ordnung. Und den nehmen wir uns auch mal. Also wir daten hier jetzt erstmal die Clanburg ab auf Level 7. Das heißt 14 Tage nur für diesen vollen Zauber. Das ist auch echt der Hammer. Aber die Folge heißt ja, ich bin auf 0. Okay, ich bin auf 0. Und ein bisschen gibst du mir, okay. Also ich habe jetzt keinen Bauarbeiter mehr frei. Oh, ich habe keinen Bauarbeiter mehr frei. Aber dieser Bauarbeiter hier, der hier, der vom Warden, der soll morgen gleich weiterlaufen auf den nächsten Level. Und der nächste Level heißt einfach schon mal Level 9 dann. Und ich hatte hier im Clan angedroht, dass ich ihn bis Level 20 erstmal durchziehe. Ich glaube, das halte ich aber nicht durch. Das ist dann doch ein bisschen zu viel des Guten. Also haben wir hier erstmal jetzt ein bisschen was zu tun. Der nächste Bauarbeiter wird jetzt erst frei in 15 Stunden, nämlich der Grand Warden selber. Und ich will ihn ja weitermachen. Das heißt, wir gehen mal davon aus, dass wir den nächsten Bauarbeiter machen. Also einen Tag 14 Stunden. Dann habe ich schon wieder ein bisschen Gold gesammelt. Und dann geht es daran, entweder machen wir den letzten Elixier Storage hier. Also den das Lager für Elixier weiter. Oder wir nehmen schon mal die ein oder andere Def. Ich habe hier vor allen Dingen an den Bogenschützenturm gedacht. Denn der schießt sowohl auf Boden als auch auf Lufttruppen. Deswegen würde ich den fast als erstes upgraden. Aber die Folge heißt nicht umsonst, sie sind wieder da, jawohl, sie sind wieder da, die Kobis, ihr seht sie hier und ich will gar nicht lange rumschweifen hier, ich mag die Truppe einfach, auch wenn ich hier mit einem Queen Walk teilweise vorweg gehe, ist auch eine nette Farmstrategie, aber mich langweilt sie manchmal ein bisschen, ist es natürlich nett, dass ich vor allen Dingen mit der Queen relativ weit in Bases reinkomme und vielleicht mit den Kobolden, entweder wenn die Lager drinnen stehen, mit Riesen und Kobolde in diese Base komme oder aber ich räume einfach ein bisschen mit den Riesen und mit den Kobis außen ab und die Queen geht einfach ihren einsamen Weg. Das ist ganz, ganz individuell. Also das muss jeder mal selber testen. Sonnebase hier. Sonnebase ist zum Beispiel top. Ja, Sonnebase ist top hier, die kann ich super im Queen Walk machen.
und kann trotzdem noch meine Kubis hier rauslassen. Also ich mag die echt. Ihr seht es auch. Ich habe auch ein paar Barbaren am Start, denn ich habe die nicht umsonst gelevelt. Die helfen mir auch ein bisschen. Es sind so Mini-Tanks, aber so eine Base hier, die lasse ich mir hier nicht entgehen. Und jeder zweite Angriff ist bei mir übrigens nur ein Queen Walk, also nicht wirklich jeder Angriff. Ich farme immer mal wieder zwischendurch auch ein bisschen mit anderen Truppen, denn so ein Queen Walk ist zwar nett, aber er langweilt mich dann doch ein bisschen zu sehr und es dauert auch immer und manchmal möchte ja manchmal auch gar nicht die Pokale haben. Und mein Dunkles hier, ich glaube, da seid ihr d'accord mit mir, das geht sowieso richtig ab im Moment, denn ich brauche es zur Zeit nicht mehr kommen. Oh, Glück gehabt. Glück gehabt, die heilen gut durch hier. Ich brauche es nicht ganz so dringend, denn in 7 Tagen sind meine Bowler auf 2 erst fertig und mein Plan ist ja, die Hexen auf 3 dann durchzustarten. Mal gucken, wie mir das so gelingt. Die Queen geht hier jetzt erstmal ihren einsamen Weg. Ich hoffe, die geht jetzt rein. Ah, die geht außen weiter. Meine Herren, Queen, ey, was ist mit dir los? Okay, dann müssen wir hier, dann kommen wir hier mal über das Lager hier hinten rein, über die Flanke. Und jetzt kommen sie nämlich zum Einsatz hier, meine Barbaren, auf den Level. Wir nehmen mal die Mauerbrecher rein, mal sehen, wie weit die jetzt kommen. Ich kann natürlich jetzt einen Sprung setzen, nur damit ich in diese Base komme. Aber eigentlich will ich gar nicht in diese Base rein. Denn ich möchte ja eigentlich mit meinen Kobis hier alles außen abräumen. Innen ist nur das Rathaus. Innen ist nur das Rathaus. Und oh, die sind aber schon ein weiter hier. Okay, ich lasse einfach mal rein spammen hier. Ihr seht das, ich habe auch noch 2 Babydrachen fürs Backend hier. Und in der Liga hier ist es wirklich, wirklich nett, wie ich hier weiterfahren kann. Ich verbrauche so gut wie keinen Zauber hier. Ihr seht das, ich kann einfach mit meinem Babydrachen jetzt reinkommen, denn die Luftabwehren sind hier ganz, ganz weit in der Mitte. Meine restlichen Truppen gehen hier ganz behende durch, aber ich freue mich, dass ich die Kobolde vor allen Dingen wieder dabei habe und nehme die hier. Also Kristall, Meister, das ist hier die Kobold-Gang. So nenne ich die aber ganz gerne. So, jetzt nehme ich doch mal einen Sprung hier für meine Riesen. Kommt. Ihr könnt jetzt gleich springen, ihr lieben Riesen. Und dann machen die das sicherlich auch. Ja, so ein bisschen, so ein paar Pokale mache ich. Also ich verliere immer gerne ein paar Pokale. Und ich gewinne auch ganz gerne ein paar Pokale. Aber das hält sich so ein bisschen die Waage. Ich denke mal, mit der Truppe hier bin ich ganz, ganz gut bedient. Es gibt jetzt auch nicht mehr so wirklich viel zu holen. Wir können die Queen ruhig schon zünden. Es gibt nur noch einen Bogenschützenturm hier. Ja, also ganz, ganz easy peasy, so will ich mal sagen. Und dann kommen wir hier auch ein bisschen weiter, aber ich bin erstmal froh, dass ich so weit gekommen bin, denn das ist auch echt eine Standzeit, bis gerade dieses Lager hier, beziehungsweise bis du die machen kannst. Und seid geduldig, seid so geduldig wie ich hier mit 99%, aber ist nicht so schlimm. Wir haben schön Gold, wir haben schön Elex reingefahren. Der Warden soll ja weitergehen, der kostet mich 6 Mille auf den nächsten Level. Und gar keine Frage, ja, ich glaube... Eieiei, oh, wieso habe ich denn hier dann so einen Skelettzauber dazwischen? Den hat heute Abend jemand angefragt. Dann machen wir den mal weg, machen den rein und ich glaube... Ja, komm, wir lassen uns mal nicht lumpen. Wir nehmen die Armee, also ihr könnt euch die Armee mal aufschreiben. Ich nehme richtig einen Haufen Mauerbrecher, meistens 11 Stück. Nehme noch 10 Riesen dabei. Komm, wir nehmen 11. Wir nehmen 20 von den Barbaren und den Rest meiner Lieblinge hier. Die Gold- und Elex-Klaue, also nach wie vor hier unten, ist das eine richtig krasse Armee. Wir haben wieder 4 Wut, 1 Sprung, 1 Gift und machen, na klar fahren wir hier weiter, keine Frage. Und exakt 15 Stunden später oder 18 Stunden, ich weiß es gar nicht, mache ich hier endlich weiter in dem Dorf. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe gestern Abend, als ich das erste Stück hier aufgenommen habe, habe ich wirklich lange telefoniert. Ich weiß gar nicht, 2-3 Stunden mit meinem Bruder. Und ich bin total von abgekommen. Ich hatte ihm zwar zwischendurch mal gesagt, du Axel, ich mache mal gerade ein bisschen was. Ich nehme hier nämlich auf. Und dann haben wir aber noch dies beredet und das beredet. Und... da suchen wir gar nicht mal lange. Ihr seht das hier, mein Warden ist fertig und ich kann ihn nicht weitermachen. Ich bin nämlich ein Idiot. Ja, das wisst ihr natürlich auch. Ich bin ein kleiner Idiot, denn ich habe meine
Oder ich habe ja mein, ich habe ja ein paar Mauern gemacht, schlauerweise, und konnte mit den nächsten Bauarbeiter meinen Warden nicht weitermachen, weil ich nicht genug Elex hatte. Boah, das ist natürlich echt nicht nett. Also da habe ich mich ein bisschen verpeilt, muss ich mal so sagen. So, ich setze mal den Warden mit rein. Dann kann der hier wenigstens mal ein, zwei Kämpfe jetzt mitmachen. Und ich muss sagen, es war wirklich, wirklich krass. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe ja zwischendurch noch den letzten Teil, so muss ich es auch sagen, vom Clan- bzw. Dorfbesuchsvideo aufgenommen. Und daran seht ihr auch, dass ich mal relativ aktuell hier an diesem Geschehen bin. Ich habe es einfach verpeilt. Ich muss es mal so sagen. Aber ich hoffe, ich verpeile diesen Angriff hier nicht, denn er ist auch mit meinem Liebling gemacht. Ja, also auch mit meinem Liebling. Ich nehme hier jetzt mal drei Mauerbrecher, nehme hier schon mal die netten Jungs hier mit rein. Und wo können wir denn eigentlich mal den Sprung platzieren? Okay, wir nehmen mal hier den Sprung. Dann nehmen wir hier einmal unseren King mit rein und hier die Masse der Mini-Tanks. So habe ich sie ja gestern mal benannt. Was habe ich denn eigentlich in der Clanburg? Okay, da habe ich Bowler drin. Komm, die verheizen wir hier. Auf diese Base hier verheizen wir die. Gar keine Frage. Und dann geht das hier ganz, ganz schnittig, denke ich mal, durch. Ich habe mittlerweile auch so ein bisschen meine Angst abgelegt vor den diversen Defensivgebäuden, muss ich mal so sagen. Denn so ein bisschen stärker wird auch meine Truppe hier. Ihr seht das hier auch. Ich kann hier auch, ich nehme mal hier nochmal den Fries und komme hier jetzt mal mit meinen Babydrachen rein. Meine drei Helden leben immer noch. Also sie sind komplett voll. Ich weiß gar nicht, da hinten eiert der Warden rum, okay. Der kann den King da in der Mitte nicht helfen, aber der King kann sich auch selber helfen, muss man sagen. Der Dicke macht das ganz, ganz von sich alleine. Und ich habe noch ein paar Bowler in der Mitte. Also das ist im Moment meine Angriffsstrategie. Und zack, da habe ich mal gezündet. Ja, ich habe mal den Warden gezündet. Ist ja echt selten, weil der levelt bei mir im Moment richtig hart durch. Und ich hoffe, mein Clan sieht mir das ein bisschen nach, dass ich den als erstes ganz, ganz stark hochziehe. Und auch nach diesem AG hier geht er gleich weiter. Ich will keine Zeit verlieren. Ah, mein King kriegt doch ein bisschen auf die Mütze da, aber der tankt ganz gut. Ist auch unser kleiner Tank hier. Und mal sehen, ob die Queen oder macht es der King sogar? Ja, der King. Na, kriegt er den noch? Jawohl. Haha, der King hat noch den Bogenschützenturm hier bekommen. Super gemacht. Ja, ich denke mal, an Ressourcen ist das in Ordnung. Ihr seht, das 180.000 Dunkles. Nach wie vor richtig krass hier drin. Ich fordere einfach mal wieder an. Im Moment fordere ich mal Boden, Kleinzeugs, Gift. Denn meine Lieblinge, so bezeichne ich sie ja wirklich, wirklich gerne. Mache ich natürlich gleich nochmal nach. Also die Kobolde hier. Ich habe jetzt, jetzt muss man schauen, 37 dabei. Nein, das sind viel zu wenig. Viel zu wenig, denn ich brauche von denen viel weniger und viel mehr von den kleinen Jungs hier. Die sind nämlich echt nett. So, hier brauche ich auch nicht so viel. Ich habe ein bisschen gespendet, deswegen ist das Verhältnis gerade ein bisschen unrund. Und auch hier ist es so unrund, sehe ich gerade. Ah, ein Zauber. Was kommt hier nach? Da müssen wir hier noch einen Hut bauen. Also so geht das hier voran und ich denke mal, wir haben jetzt die 6 Mille für den Warden. Nee, haben wir noch nicht. Oh, oh, oh. Tuto, was ist denn hier los? 440.000, ich gucke mal. Ah, wir haben die 6 Mille für den Warden. Alles klar. Okay, der Bob geht voll in den Warden rein. Ich denke mal, das geht in Ordnung. Die 4 Mille da oben an Gold lasse ich erstmal stehen, denn die nächsten Bauarbeiter werden jetzt ganz, ganz hart frei und ich muss mal gucken, was ich mit denen mache. Aber erstmal, tut mir leid, Grand Warden, du gehst leider auf deine nächste Reise, 4 Tage und tschüss. Aber wir machen natürlich noch ein paar Angriffe hier. Bis gleich. Okay, Leute, ich muss ein bisschen abschweifen, denn sonst wird das hier in Vergessenheit geraten, denn ich bin auch woanders im CK und ihr seht das hier. Ich habe mit dem Alex hier diese echt komische Base angegriffen. Also ich wusste echt nicht, wie ich die angehe hier mit meinem zweiten Angriff, aber ich glaube, der Angriff war, ich will es mal so sagen, er war in Ordnung. Ich spule ihn mal vor und dann könnt ihr auch mal so ein bisschen Clan-Intensivleben hier miterleben, denn nachdem ich den Angriff hier gemacht habe, haben wir hier ein bisschen diskutiert. Oh, wie kann man die denn machen? Die ist ja echt komisch. Also ich habe so eine Base echt noch nie gesehen. Und ich habe gedacht, na komm, Toto, hier gehst du mal mit einem Queen Walk vor. Denn die Queen ist auf 27, die ist ja jetzt nicht gerade so super low.
mache dann hier ein bisschen mit den Golems und bin dann hier links oben mit meinen Hockreitern so ein bisschen zu hastig gewesen. Muss ich sagen. Denn jetzt geht erstmal vieles, vieles hier in die Mitte. Und ich habe alle Hockreiter hier auf die Seite gesetzt und die fliegen mir jetzt. Ah, guckt euch das an, wie viele Hockreiter mir da gerade wegfliegen. Das war so ein bisschen, ja, so eine kleine Schlüsselstelle hier. Und wir haben dann danach über diskutiert und wir haben noch RH9er Angriffe hier gehabt auf diese Base. Und wie können wir die jetzt schaffen mit dem RH9er, ohne dass jetzt ein RH10er hier über diese Base rüber rutscht? Also haben wir gedacht, ich spule das mal ganz, ganz schnell vor. Der Jan hat sich hier dann gedacht, ah, Toto, weißt du was, ich nutze mal die gleiche Armee und setze nur die Truppen mal ein bisschen anders. Ja, das war auch so, habe ich auch so empfohlen. Ich habe gesagt, Jan, mach's etwas anders als ich, aber nimm die gleichen Truppen mit. Und der Jan hat das hier gemacht. Das fand ich heute Abend wirklich mal sehr, sehr gut. Und wir können hier auch mal reinschauen. Der Angriff von 12 auf die 15 hier von dem Jan, der ist exakt so vorgegangen wie ich. Also hier unten erstmal ein Queen Walk gestartet, ganz locker, aber ihr seht das schon, eine 30er Queen. Ja, nochmal drei Level mehr drauf und der Jan war dann auch so cool hier am Anfang und hat die Queen jetzt beim King gleich nicht geraged. Das habe ich natürlich gemacht und dadurch habe ich natürlich einen Rage hier verloren. Und ich glaube, ich hatte zwei Rage, ein Heil dabei, also ein bisschen wenig Heil, vielleicht für meine Backend Hog Rider, aber... So kann man das machen und das fand ich heute Abend wirklich mal eine gute Absprache. Also auch wenn das jetzt so ein bisschen mal weg von der Folge hier ist, ein bisschen CK ist immer drin hier bei mir. Und also exakt so, jetzt die Golems gezückt. Er hat hier zwar Mauerbrecher dabei, jetzt muss ich ja fast sagen, ich weiß gar nicht wofür, aber ich habe hier hinten gesagt, du für den Tesla hier da hinten, da nimmst du mal nur zwei Hockreiter. Hat er auch exakt so gemacht und das muss ich sagen, ah okay, ah da ist das Loch für die... Für den Golem, für die Skill Squad hier in der Mitte. Also richtig schön gemacht. Und jetzt immer noch die Hockreiter im Backend. Und wir wussten ja, hier hinten kommt ein bisschen Tesla Farm hoch. Und er setzt hier jetzt exakt immer zwei oder drei Hocks pro Tesla. Das ist richtig cool geworden, muss ich mal so sagen. Und da sehen wir das. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pro Tesla hier. Und dann fliegen nicht ganz so viele weg wie bei mir. Also hier fliegen natürlich auch welche weg. Das kannst du nicht vermeiden, außer du schickst vorher irgendwie vielleicht ein Riesen auf oder so, aber der bleibt dann natürlich erstmal am Tesla kleben und seine Helden sind hier immer noch unter Heilung in der Base hier drin und hier unten habe ich ja auch gedacht, ach hier ist ja jetzt echt nicht mehr viel Defense und war auch genauso, also der Jan hat das hier etwas besser gemacht als ich und so ergänzt man sich hier aber und ich wollte es einfach mal ansprechen, weil das will ich nicht in Vergessenheit geraten lassen. Denn nach ein, zwei Tagen ist das auch bei mir so ein bisschen raus und dann guckst du dir nochmal die Angriffe an und denkst, ah, der Jan hat es hier gut gemacht, aber eigentlich hab ich's schon nett vorgemacht und habe dann gesagt, okay Leute, so geht's nicht, aber mit der Armee geht's. Und das hat er hier echt, echt schön gemacht. Hat hier hinten jetzt noch den King. Ja, der kümmert sich hier um das obere Viertel. Hat hier unten die Queen mit Bowlern und den Hockreitern, die jetzt noch richtig Schaden machen. Er lässt sich sogar, glaube ich, den Bogenschützen hier noch übrig oder die Bogenschützen. Und so waren das hier, ich denke mal, richtig schöne 3 Sterne. Also RH9 auf RH9 hier. Richtig krasses Ding hier. Schön gemacht, Jan. Und freue ich mich, dass ich diesen Angriff hier zumindest in diese Folge reinbekommen habe. Aber wir machen jetzt gleich weiter mit Farmen. Okay, verpeilt, heißt aber nicht, dass wir nicht den nächsten Gegner hier finden. Mit meiner kleinen Lieblingstruppe hier, den Kobold. Eieiei, Donnerwetter. Jetzt suche ich natürlich ein bisschen Elex hier für meine nächsten Level, beziehungsweise, das ist zu wenig, für meinen nächsten Level auf den... Oh, das ist ja richtig viel hier, aber zu stark. Ja, manchmal muss ich es auch sein lassen. Und in meiner Range hier, wo ich mich jetzt gerade so bewege... Da muss ich nicht so schwere Gegner haben. Und da suche ich mir lieber einen aus, der entweder so richtig schön abgefarmt ist oder aber ganz gut in mein Beuteschema passt. So wie der hier mit seinen Single Infernos. Ich glaube, den können wir mal nehmen. 378.000 und der Rest ist, glaube ich, auch in Ordnung. Wir gehen hier mal mit dem Queenbock vor.
So. Okay, dann brauche ich gar nicht lange suchen. Dann checken wir den mal hier. Der hat ja Single Infernos und... da ist ein Multi. Oh, das sind zwei Multis. Okay. Ja, dann muss ich halt doch ein bisschen mit meinem Tank kommen. Ich habe ja einen Golem dabei. Und ich habe noch... Ich habe noch mehr Tanks dabei. Das ist nicht schlecht. Und bevor mich die Infernos jetzt auf den... Oder auf den, der die das Korn nehmen, denke ich mal... von wo komme ich denn jetzt eigentlich? Wo geht denn die Queen eigentlich hin? Die geht da durch die Mauer. Okay, Queen geht durch die Mauer. Dann müssen wir es mal so machen. Und nochmal die hinterher schicken. Wir nehmen die hier rein. Und eine ganze Masse Mauerbrecher. Die rennen natürlich total wirre. Aber das ist nicht so schlimm. Wir schieben hier unseren Sprung mit rein. Jetzt gucken wir erstmal so ein bisschen. So ein bisschen müssen wir natürlich erstmal außen clearen. Ich lasse die in der Mitte mal laufen, denke ich mal. So, jetzt muss ich aber... ich muss die Queen schon mal zünden hier. Und wir nehmen den hier mal so ein bisschen in... klappt das? Das klappt ganz gut, muss ich sagen. Das klappt gerade mal ganz gut. Und da haben wir uns auf jeden Fall so ein bisschen was von dem Elex hier weggeschnäggelt. Und Queen. Die Queen. Auf den letzten Drücker. Okay, die Queen hat es nicht mehr geschafft. Scheiße. Aber der Bowler hier unten, der wird mir jetzt noch ein bisschen Elex bringen. Noch geben auf das Lager, du Bowler. Jawohl, macht er auch. Super, also ein bisschen Elex nachgefarmt hier. Für den nächsten Level hier. Für meinen Warden. Ich glaube, das ist in Ordnung hier für mich. Ich habe wieder gewonnen, ich habe wieder ein paar Pokale gemacht. Ist ja auch nicht wirklich üblich, denn zwischenzeitlich habe ich auch mal wieder oder werde ich auch mal wieder auf eine richtig reine Farmtruppe hier umstellen. Also auf so ein bisschen Barge, vielleicht ein bisschen Riesenkobolde, weiß ich noch nicht. Aber sieht ganz gut aus hier. Und nachdem ich das so verpeilt habe mit meinem Warden hier, wurmt mich das natürlich ein bisschen. Ich traine die. Einfach mal nach. Ich mache die einfach mal nach. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Vielen Dank für die lieben Antworten gestern auf meine Dorfbesuchsfolge. Ihr seid echt nett und ich habe mich gefreut. Es waren ja wirklich wenig abgefarmte Dörfer dabei. Und das inspiriert mich auch immer wieder. Das glaubt ihr gar nicht. Und deswegen freue ich mich auch auf jeden Fall auf weitere Folgen von mir. Clash of Clans hier auf meinem Kanal. Bis dahin, euer Toto. Clash.